Das ist Wolfsburg. Eine Stadt mit einem großen Autokonzern. Oder vielleicht lieber ein großer Autokonzern mit ein bisschen Stadt dabei? Denn das von den Nazis begründete Automobilwerk ist deutlich größer als die Stadt selbst. Als dieser Automobilkonzern im Jahr 2019 der größte Konzern der Welt war, inzwischen ist er von Toyota wieder überholt, starteten einige Menschen den Versuch, mit einer symbolischen und spektakulären Aktion auf das hinzuweisen, was ein solcher Konzern an Schaden in der Welt anrichtet, gegenüber der Umwelt, zum Klimawandel und gegenüber den Menschen. Was sie nicht ahnten, ihre Aktionen lösten einen absurden Kleinkrieg aus. Bei der Stadtverwaltung, der Polizei und der Justiz. Es zeigten sich die Seilschaften von Wolfsburg. Am 13. August 2019 stoppten einige Aktivistinnen einen Zug, der voll beladen mit neuen VW-Autos gerade das Werk verlassen wollte. Er blieb genau auf der Brücke über dem Mittellandkanal stehen. Vor und hinter dem Zug lockten sich Menschen an den Gleisen fest und dann zogen einige Leute ein Seil durch den Zug und baumelten an diesen über dem Mittellandkanal an beiden Seiten mit je 10 Meter Abstand und zwischen ihnen große Transparente. Das war sehr spektakulär. Und das Werk hatte bis fast Mitternacht keine Ausfahrt mehr. Die Polizei musste mit erheblichem technischen Aufwand diese Leute dort räumen, damit endlich wieder mehr Autos in die Welt geliefert werden konnten, um den Klimawandel zu beschleunigen. Während dieser Aktion wurde auch noch die Autostadt attackiert und der große Globus in der Eingangshalle geentert, um von dort mit einem Soundsystem und großen Transparenten zu zeigen, was man von dem VW-Konzern und der aktuellen Verkehrspolitik so hält. Die Firma, ziemlich überrascht von der Attacke, wollte diese Leute unbedingt loswerden, aber am liebsten nicht mit einem großen Polizeiaufwand. Und so lockten sie die Leute mit veganer Nahrung und Biosäften herunter, was allerdings nicht gelang, bis schließlich nach 24 Stunden Besetzung des Autostadteingangs die Menschen freiwillig von dannen zogen, unkontrolliert von der Polizei, darauf hatte VW bestanden. Denn der Konzern hat mit Sicherheit am wenigsten Interesse an irgendeiner Aufregung, aber die Polizei und die Stadt, die hilflos zugucken mussten, hatten offensichtlich einige Rechnungen offen. Allerdings dauerte es zunächst eine Weile. Doch dann kamen die ersten Strafbefehle und Anklagen. Und schließlich eine Ladung zu einem ersten Strafprozess am 2. Juni 2020 am Amtsgericht Wolfsburg. Dafür meldete die örtliche Attackgruppe eine Demonstration ein für eine Verkehrswende und gegen die Kriminalisierung des Protests gegen VW. Und genau die sollte zum großen Rachefeldzug von Stadt Wolfsburg, Justiz und Polizei werden. Völlig jenseits jeglicher Gesetze, einfach im Wildweststil. Autostadt Wolfsburg in Aktion. Dabei begann alles völlig harmlos. So wie angemeldet gab es eine kleine Auftaktkundgebung vor dem Bahnhof Wolfsburg. Dann ging es durch die Innenstadt, wobei die Versammlungsbehörde schon merkwürdige Auflagen gemacht hatte, nämlich dass der Demonstrationszug ausschließlich auf den Fußwegen laufen sollte. Dort wurden, gerade bei Corona-Bestimmungen, die Fußgängerinnen massiv gestört, kamen überhaupt nicht daran vorbei, während die Autos teilweise bis zu 4 Spuren für sich hatten. Die durften nicht genutzt werden, das war schon in den Auflagen für die Demo drin. Der kleine Umzug endete dann vor dem Amtsgericht. Dort gibt es eine kleine Grünfläche und dort stellten sich die Demonstrantinnen eine Weile auf. Kann man das hören? Ja, ich habe das für Attack angemeldet, die heutige Kundgebung. Ein kleiner Marsch. Sie wollten gerne in das Gerichtsverfahren, wenn dieses beginnen würde, aber das dauerte ziemlich lange, bis dann entschieden wurde, dass gar keine Zuschauerinnen in den Gerichtssaal kommen sollten. Das wurde mit Corona begründet, aber letztlich gab es so eine längere Phase, wo quasi wie eine Warteschlange die Leute vor dem Gelände dort warteten.
Die Polizei jetzt allerdings wertete dieses Geschehen als verbotene Ansammlung nach Corona und wollte, dass die Leute alle weggehen. Daraufhin wurde wieder eine Versammlung angemeldet, jetzt für diese Grünfläche, und das Ganze blieb ein wenig stabil. Mir persönlich, wenn ich eine Minute nachdenke, fallen mir 20 Sachen ein, was VW an vernünftigen Sachen produzieren könnte, außer Autos. Und ich glaube auch euch allen auch. Deswegen werde ich jetzt einfach mal eine kleine Runde machen. Und alle, die eine Idee haben, was VW produzieren könnte, wie zum Beispiel Baumaschinen, Trecker, Wasserstoffzüge und damit viele Arbeitsplätze schafft. Statt PKWs, statt großer SUVs, bauen wir Trambahnen, wir bauen Busse, wir bauen... Es wurde ein Transpi hochgehalten, es wurden weiter Reden geschwungen, es waren auch viele Journalistinnen da, aber es kam zu den ersten Scharmützeln, zum Beispiel darum, dass die Polizei plötzlich verhindern wollte, dass Menschen mit Kreide auf der Straße malten. Was auch immer das für ein Delikt sein sollte, überall darf man mit Kreide auf der Straße malen, aber offensichtlich nicht in Wolfsburg. Kurz danach dann der erste Versuch der Polizei, das Filmen ihrer Handlungen zu verbieten. Das ist selbstverständlich völlig rechtswidrig, denn es handelt sich um eine Versammlung und auf Versammlungen darf man beliebig herumfilmen, die sind per se öffentlich. Doch genau dieses, dass die Polizei ihr Verhalten nicht gefilmt haben wollte, sollte im weiteren Verlauf des Tages noch ein wichtiger Punkt der Eskalation sein. Ich interessiere mich immer noch sehr stark für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht arbeitslos werden, auf keinen Fall. Nach einiger Zeit war aber dann doch ziemlich klar, in den Gerichtssaal wird nie Mensch mehr hineingelassen. Das heißt, die Versammlung musste draußen weitergehen und dort ausharren. Irgendwann im Laufe der Zeit kam eine Meldung herein, dass 4 Aktivistis festgenommen und in die nahegelegene Polizeiwache gebracht worden sein sollten. Daraufhin beschloss die Versammlung, dorthin zu ziehen, als offene und spontane Versammlung auf der Straße, aus Anlass dieser Verhaftung von Aktivistis, die auch gegen den VW-Konzern und die Verkehrspolitik demonstrieren wollten. Die Gruppe verließ die kleine Grünanlage, trat auf die Straße. Voran das große Transparent, aber weit kamen sie nicht. Sofort stürzte sich die Polizei auf diese Demo und drängte sie von der Straße runter. Und die Begründung war klar. Gehweg ist auch genauso Wieso denn gerade Gehweg? Das ist genauso Verkehrsraum wie der hier. Es ist aber hier für Fahrzeuge gewidmet und nicht für... In Wolfsburg darf man nicht die Straße betreten für Versammlungen. Die ist nur für die Autos da. Also wurden Demonstrantinnen, Pressevertreterinnen, das Front Transpi wieder von der Straße runtergeräumt, damit in der VW-Stadt der Autoverkehr vierspurig weiterrollen kann. Geh- und Radweg waren dadurch natürlich komplett blockiert. Doch damit nicht genug. Die Polizei filmte wie wild mit mehreren Kameras, auch das ist auf Versammlungen verboten. Und dann drängte sie die Leute nicht nur auf den Bürgersteig ab, sondern dort kesselte sie sie. 1,5 Stunden standen die Leute dann im Wolfsburger Kessel. Aufgelöst wurde diese Demonstration im Übrigen nie. Dass es sich um eine Demonstration handelte, war angesichts des großen Fronttransbis, der Parolen und der Kreidemalereien völlig eindeutig. Außerdem hatte das die Polizei offenbar selbst auch klar. Denn eine Polizeibeamtin fragte einen Journalisten, ob er dazugehöre. Gehören Sie mit dazu? Möchten Sie damit dran teilnehmen? Was anderes könnte mit dem Begriff Teilnehmen gemeint gewesen sein als Teilnehmen an der Versammlung? Das weitere Geschehen um die Personen im Kessel ist schnell erzählt. Es dauerte zwar lange, aber war immer das Gleiche. Jeweils einige Personen aus einer in Reihe stehenden Polizeitruppe gingen in den Kessel, griffen sich eine Person, führten die weg zu einer extra Kontrollstelle. Dort wurden die Personalien kontrolliert und dann erhielt die Person einen Platzverweis. Es wurde auch geschaut, dass sie tatsächlich Richtung Bahnhof davonging. Platzverweise sind im Zusammenhang mit Versammlungen ebenso wie das Filmen nicht erlaubt. Das heißt, das war der nächste Rechtsbruch der Polizei. Mit der gewaltsamen Beendigung der Demonstration, der Kesselung der Demonstration, dem Filmen einer Demonstration, der Verunmöglichung der Demonstration und dem Erteilen von Platzverweisen, also eine lange Latte von durchaus strafrechtlich relevanten Vorgängen, denn das Ganze führte ganz bewusst zu einer Verunmöglichung einer Versammlung und das absichtliche Blockieren einer Versammlung zum Zwecke von deren Unmöglichmachung ist eine Straftat. Soweit. Und so langatmig zermürbend der Tag für die Menschen im Kessel.
Vor Ort waren im Übrigen Angestellte der Versammlungsbehörde der Stadt Wolfsburg die gesamte Zeit zugegen. Das wurde von der Polizei zwar verneint, aber das war gelogen. Die ließen sich aber nicht ansprechen, sondern verwiesen darauf, im Rathaus anzurufen. Das wurde auch probiert und hörte sich so an. Und zwar minutenlang, bis es keinen Sinn mehr ergab. Einen Moment bitte, gleich verbinden wir Sie weiter. Spannend hingegen und die nächste Eskalationsstufe war der Umgang der Polizei mit zwei Journalistinnen, die das Ganze sehr genau verfolgten und dokumentarisch festhielten. Die erste Person wurde schon während der ganzen Maßnahme gegriffen. Es ist eine an den Rollstuhl gebundene Journalistin, die einen gültigen Presseausweis dabei hatte und auch vorzeigte. Auch sie wurde in die Kontrollstelle geführt und dann bis zum Bahnhof verfolgt, damit sie ja die Stadt verlässt. Auch sie bekam einen Platzverweis, ein klarer Verstoß gegen die ebenfalls grundgesetzlich geschützte Pressefreiheit. Noch schlechter erging es dem zweiten Journalisten. Der durfte zwar bis zum Ende bleiben und konnte entsprechend alle Fehler der Polizei hervorragend dokumentieren, aber genau das führte dazu, dass die Polizei dann einen ganz umfangreichen Übergriff startete. Zunächst wurde auch diese Person in die Kontrolle geführt und ihr dort dann zunächst auferlegt, die Kamera auszumachen, was die Person, wenn auch mit Widerspruch, befolgte. Herr Bergstedt, ja? Erstmal machen Sie bitte die Kamera aus. Warum? Weil das eine polizeiliche Maßnahme ist, wir sprechen vertraulich und das hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Journalist schon mehrfach verschiedenen Beamtinnen seinen Presseausweis vorgezeigt. Entschuldigung, guter Mann, kurze Frage, nachfragen, nur Presseausweis haben Sie dabei? Ja. Kann ich den mal ganz kurz sehen? Und außerdem von einem der Einsatzleiter, der wie sein Kollege in der Kontrolle keine Maske trug und auch keine Abstände einhielt, deutlich signalisiert bekommen, dass das Filmen soweit okay ist. Das sagte dieser Einsatzleiter nämlich zu seinen Untergebenen. Interessant dabei auch, dass die Polizei selbst alles filmte. Wenn Sie sagen, dass Sie das alles eh von Gericht bringen möchten, würde ich die Maßnahme auch nochmal dokumentieren, nur für Sie zur Information. Dann die Drohung, der Journalist folgte. Vertraulich gesprochenes Wort beinhaltet auch, dass ich Ihre Kamera sicherstellen könnte. Kann ja, dürfen nicht. Sehr wohl. Und deshalb möchte ich Sie... Nein, Sie dürfen das natürlich nicht. Aber ich mache die jetzt aus. Der kontrollierende Beamte hatte angedroht, die Kamera zu beschlagnahmen, wenn sie nicht ausgemacht würde. Sie wurde ausgemacht und dann beschlagnahmte er sie. Ein Grund könnte sein, dass er bei einer anderen Situation, deutlich vorher, nämlich bei der Kontrolle einer anderen Person, bereits einmal tätlich diesen Journalisten angegriffen hatte. Und da lief die Kamera. Das war gut zu sehen, seine Hand direkt an das Objektiv. Zufrieden mit der Beschlagnahme von Kamera und Zubehör war die Polizei dann aber nicht. Sie nahm den Journalisten auch noch fest, schleppte ihn auf die Polizeiwache und durchsuchte ihn dort komplett, um alle Datenträger zu finden. Denn darum ging es der Polizei, all die Daten zu sichern und selber aufzubewahren, die das zeigten, was sie an diesem Tag gemacht hatte. Zu alledem erhielt der Journalist auch noch den fälligen Platzverweis. Doch das Drama war damit lange nicht zu Ende. Denn der Journalist wollte diese Unverschämtheit nicht hinnehmen und zog vor Gericht. Das Amtsgericht Braunschweig, warum auch immer das zuständig ist für eine Handlung, die in Wolfsburg stattgefunden hat, bestätigte die Beschlagnahme. Es ging auf die vorgebrachte Pressearbeit auch gar nicht ein. Das Landgericht Braunschweig, die nächste Instanz, bestätigte die Beschlagnahme auch. Immerhin war dem Landgericht nach dem Text die Pressefreiheit wohl bekannt, sie behauptete aber, dass in diesem Fall die nicht gelten würde. Offensichtlich gibt es grundrechtsfreie Zonen in Deutschland. Aber damit war es noch nicht zu Ende. Der Journalist zog vor das Bundesverfassungsgericht und dort gewann er. Das Bundesverfassungsgericht ordnete an, dass die Kamera und alles wieder zurückgegeben werden musste und begründete das auch sehr, sehr eindeutig. Die Pressefreiheit sei von der Polizei nicht beachtet worden und auch von den Gerichten nicht beachtet worden, was das Bundesverfassungsgericht deutlich geißelte. Nun die eigentliche Überraschung. Die Staatsanwaltschaft hatte den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss einen Tag später auf dem Tisch und tat nichts. Offensichtlich gilt das Grundrecht tatsächlich in Wolfsburg und im Raum Braunschweig nicht. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft sich geweigert, die Kamera herauszurücken. Es hagelte daraufhin Strafanzeigen, viele Briefe des Anwaltes
Und schließlich erst am 6.2. konnte der Journalist die Kamera in die Hand nehmen. Einen Tag vorher war ein Brief angekommen mit dem Datenträger. Und so konnte dieser Film endlich entstehen. Die ganze Sache wurde auch insgesamt eingestellt. Offensichtlich hatte die Staatsanwaltschaft inzwischen sogar mehr Angst vor dem Prozess als die beschuldigte Person selber. Die Begründung ist lächerlich. Dass nie ein Strafantrag gestellt wurde, zeigt nur, dass von vornherein aus politischen Interessen gehandelt wurde. Das aber ist formal auch weiterhin möglich, denn nach dem, was die Staatsanwaltschaft da in den vergangenen Monaten abgezogen hat, ist es doch albern, jetzt zu behaupten, dass es gar kein öffentliches Interesse daran gäbe. Öffentliches Interesse ist immer das Interesse der Herrschenden. Und das hat ja offensichtlich die ganzen Monate vorgeherrscht. Es sollte eingeschüchtert werden. Das war das sogenannte öffentliche Interesse. Zu Ende ist das Ganze damit aber noch lange nicht. Denn die Stadt Wolfsburg wollte mit an der Repressionsschraube drehen und hat alle Leute, die damals kontrolliert wurden, mit einem Bußgeldbescheid überzogen, wegen Verstoß gegen die Corona-Auflagen, nämlich einem fehlenden Abstand, und zwar im Kessel. Das sei eine illegale Ansammlung gewesen mit zu wenig Abstand. Nun ja, ganz freiwillig war die Ansammlung nicht. Die Polizei erzwingt eine Zusammenrottung, die dann von der Stadt mit einem Bußgeld belegt wird. Wir werden sehen, wie dieser Prozess ausgeht. Möglicherweise wird die Stadt auch hier klug genug sein, alle Sachen vorher fallen zu lassen. Ansonsten, wir sehen uns vor Gericht.